Hallo ihr Lieben, seit 10 Tagen gibt es keine Rezepte von mir, weil ich leider krank war. Heute habe ich aber richtig leckere Pochas für euch gebacken mit Hackfleisch und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen 200 ml lauwarme Milch, 200 ml lauwarmes Wasser, 100 ml Öl, ein Würfel frische Hefe, ein Esslöffel Salz, 3 Esslöffel Zucker, so ungefähr 100 Gramm weiche Butter und 1 Esslöffel gemahlene Steinweißelkerne. Die gibt es im türkischen Laden, könnt ihr aber auch auslassen, und Mehl nach Gefühl. Ich habe genau 800 Gramm Mehl genommen. Zuerst habe ich die frische Hefe in meine Rührschüssel hineingegeben, den Zucker darüber, Milch und das Wasser. Das Ganze habe ich ein bisschen vermischt und so ungefähr 10 Minuten gehen lassen. Nach 10 Minuten habe ich dann das Öl, gemahlene Steinweißelkerne und nach das Mehl hineingegeben und zwischendurch immer Salz. Und so habe ich dann den Teig vorbereitet. Das wird schön weicher, geschmeidiger Teig. Zwischendurch könnt ihr dann eure Hände mit Öl bestreichen, damit der Teig nicht an den Händen kleben bleibt. Erst nachdem der Teig schön geknetet ist, habe ich die Butter hineingegeben und eingearbeitet. Dadurch wird der Teig schön weich und fluffig. Ich habe den Teig so lange geknetet, bis es nicht mehr an den Händen klebt, und habe das dann mit Frischhaltefolie abgedeckt und eine Stunde gehen lassen. Für die Füllung habe ich 3 große Zwiebeln, 2 Zehen Knoblauch klein geschnitten, erstmal mit Öl angebraten und 500 Gramm Hackfleisch hineingegeben. Nachdem das Hackfleisch auch angebraten ist, habe ich das mit Salz, Pfeffer abgeschmeckt, den Herd ausgemacht. Die Füllung lasse ich jetzt auskühlen. Und in der Zwischenzeit ist auch der Teig sehr schön gegangen. Ich glaube, hierzu brauche ich überhaupt nichts zu sagen, das könnt ihr auch selber erkennen. Den Teig habe ich dann noch einmal geknetet. Viele fragen mich, wieso der Hefeteig, nachdem es gegangen ist, nochmal geknetet wird, damit die Luft rausgehen kann und damit das nachher nicht nach Hefe schmeckt. Nachdem ich den Teig einmal geknetet habe, habe ich dann kleine Bällchen daraus geformt. Wie groß oder wie klein ihr halten möchtet, ist euch natürlich überlassen. Diese habe ich dann oval ausgerollt. Ihr könnt das einfach mit den Händen ausrollen oder aber auch mit einem Nudelholz. Dann werden die Seiten einfach nach oben zusammengeschlossen. Und dann habe ich so Hörnchen daraus geformt. Ich habe alle Bällchen schon mal vorbereitet und auf ein Blech gegeben, welches ich mit Backpapier ausgelegt habe. Ich habe meine Pochas auf dem Blech noch mal 15 Minuten gehen lassen und danach mit Eigelb bestrichen. Und diesmal habe ich meine Pochas mit Mohn und Sesam bestreut. Mit Mohn sieht das richtig lecker aus und ich liebe auch den Geschmack von Mohn. Und mit Sesam ist das eine super Kombination. Dann wird das im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad schön goldbraun gebacken. Und die Pochas sind raus aus dem Ofen. Die sind wirklich super, super weich geworden. Das zeige ich euch mal gleich. So, das war es dann auch heute von mir. Wie am Anfang erwähnt, war ich leider krank. Ich hatte eine schlimme Mandelentzündung und jetzt geht es mir ein bisschen besser. Und hoffe natürlich, dass euch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.